Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind jetzt angekommen im Hotel, beziehungsweise waren den ganzen Tag schon unterwegs, haben Burger gegessen und ich habe noch was in der Stadt gefunden, das möchte ich euch gleich zeigen. Aber erstmal hat Pupsi noch einen Süßigkeitenladen entdeckt. Da gab es so Gummitierchen in allen möglichen Variationen. Hier nur echt mit dem Bärensiegel. Kennt ihr das? So komische Läden in der Großstadt, wo es wirklich nur Gummitiere gibt. Richtig teuer, aber richtig brutal. Wir haben jetzt hier diese Totenköpfe scharf gefüllt mitgenommen. Die wollen wir natürlich dann mal probieren. Irgendwann Totenköpfe scharf gefüllt, sind bestimmt gar nicht scharf. Ist egal, lege ich mir mal hier hin. Ich habe mir auch was rausgesucht, nämlich Apfelschnüre. Für ganz viel Geld. Wie viel bezahlt man hier nochmal für eine Tüte Apfelschnüre? So gut wie nichts, ich weiß. Hier fast 3 Euro oder so. Kann man mal machen, kann man mal mitnehmen. Dann, obwohl ich vorhin den Burger gegessen habe, habe ich mir noch einen Chili Cheese Döner mitgenommen zum Abendbrot. Den gibt es aber nachher. Und jetzt, jetzt kommt's. Da bin ich ganz gespannt und begeistert. Ich habe das mal hier auf dieses Tablett gelegt. Denn überall, wo ihr hingegangen seid, gab es einfach Apfelwein in Dosen. Und das nicht nur einfach so. Wir haben nämlich hier eine Billigmarke von Possmann. Statt Rossmann einfach Possmann. Habt ihr hier Äppler plus Cola, also Apfelwein mit Cola. Das möchte ich mal probieren. Wäre natürlich cool, wenn das richtig gekühlt wäre. Hat 3,5%. Hier habt ihr gute Stoff, Apfelwein mit Cola. Sieht schon hochwertiger aus, auch von der Dose, war auch teurer. Gute Stoff, Apfelwein plus Cola und hier der normale Gute Stoff, Apfelwein, Schorle. Pupsi hat sich auch mal ein Döschen mitgenommen. Wir wollen die jetzt wirklich mal durchprobieren. Erstmal der ganz normale. Ich hoffe, das schäumt jetzt nicht und spritzt alles voll. Ah. Tu es nicht. Wenn ich jetzt alles aufmache, muss ich auch alles trinken danach. Gute Stoff, Apfelwein, Schorle. Kennt ihr das? In Aschaffenburg trinkt ihr das bestimmt zum Frühstück. Ich kenne es nicht. Vier. 4,3% pfandfrei. Schmeckt normal wie Cider, Cidre, wie auch immer man das ausspricht, den ich auch so kenne. Da gibt sich das nichts, ich merke keinen Unterschied. Braucht also nicht unbedingt aus einer Dose sein, reicht also auch aus einer Flasche ganz normal. Jetzt aber, wie schmeckt der gleiche mit Cola? Und vor allem, die weiße Dose ist mit Cola und die schwarze Dose ist normal. Ich hätte die doch mit Cola gemacht und die normal. Aber mal gucken, oder der normale Gold und die andere schwarz. Weiß sieht aber sehr edel aus, deswegen bin ich da überhaupt erst drauf gekommen. Weil das eine weiße Dose war und ich die unbedingt mal mitnehmen wollte, hat hier 4,1. Also nur ganz bedeutend, unbedeutend weniger als der normale. Während dieser Äppler mit Cola nur 3,5 hat, hat er hier, der gute Stoff mit Cola, immer noch 4,1. Oh, 27% koffeinhaltige Limonade. Schmeckt ganz okay. Mir könnte sogar eigentlich noch ein bisschen mehr Cola-Anteil dazu gefallen. Vielleicht haben wir das jetzt bei dem Billig-Äppler. Was heißt billig? Alles davon war einfach mega teuer. Denn der hat ja weniger Alkohol, also müsste er ja eigentlich mehr Cola haben. Da steht genau 40% Limonade. 7, was? 17, 27, wo stand das? 27% Cola und hier sind 40% Cola drin. Bin ich mal gespannt, vielleicht ist der günstigste sogar der beste, geschmacklich. Aber geschmacklich würde sowieso alles noch eine Schippe besser schmecken, wenn da überall noch gekühlt wäre, ne? Wenn es gekühlt wäre. Leider haben wir hier keine Minibar, nix. Man kann ja mal runter an Tresen und fragen, könnt ihr mal meine Apfelweindosen kühlen? Ich will mich doch noch betrinken heute. Riecht eigentlich auch wie alle anderen beiden.
Puh, schwer zu sagen. Jetzt wollte ich sagen, ich glaube, der schmeckt am besten, weil der mehr Cola hat. Aber ich glaube, da ist so eine Billig-Cola drin, dass er einfach nur irgendwie total muffig und ranzig schmeckt. Also, ich glaube, von der Qualität her sind die teuren doch besser. Aber die brauchen einfach mehr Cola. Also, der mit Cola braucht mehr Cola. Ansonsten Sidre gleich Sidre. Wisst ihr Bescheid? Jetzt wollen wir mal ganz kurz noch den Döner aufmachen. Pupsi ist nämlich auf dem Klo. Traut sich nicht raus, weil ich hier sitze. Wollen da mal reingucken, weil ich verwirrt bin. Da stand da vorhin dran: Chili Cheese Döner mit Jalapenos, mit Käsesoße und mit Käse. So wie ich es bei uns auch kenne. Und als er den fertig gemacht hat, fragt er mich: Welche Soße? Und ich frage so: Ist da keine Käsesoße dabei? Da ist doch eigentlich nichts anderes. Ist doch Käse. Und der: Nein, nein, nichts dabei. Welche Soße? Und dann zeigt er mir ja auf auf die Joghurtsoße und das Tzatziki und die Spezialsoße. Und ich habe es einfach nicht verstanden, weil es stand doch dabei mit Käsesoße. Jetzt habe ich hier ein extrem fettiges, brockiges Etwas mit. Ich habe keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Guckt mal, die Schlucht des Todes. Den werde ich gleich essen. Ich glaube, nichts kommt an den Chili Cheese Döner aus Eisfeld, aus dem Dilan Grill oder aus Schleusingen aus dem Dilan Grill ran. Die machen dabei einen richtig guten Job, wenn es um Chili Cheese Döner geht. Hier wird man gelockt, Chili Cheese Döner. Dann fragen die, welche Soße. Das passt für mich nicht zusammen. Chili Cheese Döner ist Käsesoße drauf. Da kommt nichts anderes drauf. Gut, das war's von meiner Seite aus. War der auch schon mal in Aschaffenburg? War der auch schon mal im B&B Hotel? Habt ihr auch schon mal gute Stoff getrunken? Mögt ihr Apfelwein? Mögt ihr Sidre? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sehen uns morgen. Ich glaube, wir wollten morgen eigentlich nochmal in diesen Spielzeugladen. Wir müssen morgen nochmal mit Biala essen gehen. Wir wollen mit Biala einen Raid machen. Wir wollen mit Biala die Forschung beginnen und so weiter. Das seht ihr alles dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.